mit dem Gesetz der Resonanz zu beschäftigen und zu sagen, alles, was ich ausstrahle, ziehe ich an. Also arbeite ich an mir und meiner Ausstrahlung. Das hat man uns als Kinder nicht beigebracht. Und da schließt sich leider schon wieder mein Kreis hin zu dem Thema, dass ich sage, das wird uns ganz bewusst nicht beigebracht, weil diese ganzen Kinder, die man von klein auf so erzogen hätte, die wären nicht bereit, irgendeinen stumpfsinnigen Job zu machen und für einen Hungerlohn mit der Hoffnung auf eine Altersvorsorge, die ihnen dann auch noch nicht mal ausgezahlt wird, irgendeinen Scheiß zu arbeiten und einen Job zu machen, und irgendeinen Blödsinn zu kaufen. Du kannst das mit Menschen, die erwacht sind, nicht mehr machen. Nee, also du musst sie einfach im Unbewussten halten, Ja, ja? Weil je mehr jemand zu sich kommt, desto mehr merkt er ja, okay, also steigt Leute, was ihr mir sofort da aus. anbietet, das ist jetzt echt nicht attraktiv genug. Ja, da bin ich nicht dabei. Gretchens Gast. Euer Verstand ist schon eingeschlafen, geht gar nicht. Und gut, dass ihr jetzt nämlich zuschaut. Sabere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich, das Gretchen, bin angetreten, damit der Verstand in Bewegung bleibt. Und ich hole mir immer Gäste an meine Seite, die wunderbare Themen mitbringen, wie heute. Ich weiß gar nicht, ob sie da ist, ob sie da neben mir sitzt. Ich kann es ja nicht sehen. Sissi Perlinger, bist du da? Das ist jetzt ein Problem. Ja, Wir haben ja jetzt nämlich diese, das ist ja ganz neu beim Gretchen, Sissi, diese Beichtwand dazwischen geschoben, weil Sicherheitskonzept, genau, vom Gesundheitsamt virensicher, genehmigt, richtig. Sissi Perlinger, welches Thema hast du denn mitgebracht? Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ja, hören. Ja, wir hören es auch schon was. Also ich habe das Thema mitgebracht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen nach ihrem Glück suchen, nach dem wahren Glück. Und dass wir aber an ganz vielen Ecken und Enden latent immer wieder unterschwellig so daran gehindert werden, es wirklich zu finden. Da sind so viele kleine Tabus und im Laufe der Jahre, wo ich so an meiner Selbstverwirklichung so ganz von alleine vor mich hingewurschtelt habe, weil ich das ja beruflich machen darf, danke lieber Gott, zumindest bis jetzt noch durfte, da ist mir das immer wieder aufgefallen, diese ganzen Tabus. Und das finde ich ein ganz schönes Thema, die mal der Reihe nach am Schopf zu packen, aus dem Sumpf zu ziehen, sie anzuschauen und sich zu überlegen, muss ich mich von so einem Tabu eigentlich tatsächlich unterkriegen lassen oder kann ich das einfach über den Haufen schmeißen und genau das tun, was mir gerade gut tut, von Moment zu Moment, den ganzen Tag und abends mit Beleuchtung. Wundervoll. Also Tabus aus dem Sumpf ziehen, beleuchten, finde ich alles schon mal klasse, Sissi. Also ich bin am Start, ich bin mit dabei. Doch bevor wir uns reinstürzen in den Sumpf und alles da rausziehen, was wir da finden, ein paar Worte zu dir. Also alle, die mit denen ich über dich spreche, die kennen dich. Aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen in Deutschland, der immer noch nicht weiß, wer du bist und der dich unbedingt kennenlernen sollte. Sissi Perlinger ist Entertainerin, Bühnenschamanin. Und ich übergebe jetzt an dich, weil du kannst noch so viel anderes. Das weißt du selbst am besten. Siehst du, da sind wir schon beim ersten Tabu. Eigenlob stinkt. Aber das kannst du doch. Ja, natürlich. Und das Ja? ist etwas, wo man ganz vorsichtig sein muss, besonders als Frau, so gute Sachen über sich sagen. Das hat man uns schwer ausgetrieben. Auch zum Beispiel ein Kompliment annehmen. Ganz großes Tabu, wenn Leute sagen, oh, toll, du siehst super aus. Da habe ich zum Beispiel früher immer gesagt, naja, ich kann mich halt schminken. Stimmt natürlich auch, ich sehe ungeschminkt scheiße aus. Aber trotzdem, auch mal einfach nur, wenn dir jemand was sagt, oh, du bist aber, das hat mir jetzt gefallen, einfach Danke sagen. Das hat mich zum Beispiel Jahre gedauert oder gekostet. Und Oder, wenn ich jetzt über ja. mich selber was sagen soll, kann ich also ganz neutral sagen, okay, ich bin Kabarettistin, aber ich bin nicht eine, die mit dem Finger auf andere zeigt und nörgelt, sondern ich war eigentlich immer eine, die ihr ganz persönliches Leben, eine Sequenz daraus, möglichst eine tiefe, schwere Krise oder irgendeinen wichtigen
wichtige Transformation genommen hat und das auf der Bühne erzählt hat in der Form von griechischer Mythologie. Also immer schön, der Held schwebt hoch, fällt tief, muss sich durch die Probleme durchkämpfen, den Drachen besiegen und ist am Schluss nach der Katharsis quasi ein Stück weiter und kann diese Weisheit seinem Volk nach Hause bringen. Daran habe ich mich immer gehalten. Das machen sonst kaum Kabarettisten, aber ich habe schon politische Dinge einfließen lassen. Aber ich habe immer selber meine Hose runtergelassen und dann meine Probleme auf der Bühne bearbeitet und dadurch den Leuten vorgelebt, dass es eine Lösung gibt, selbst wenn man eine ganz tiefe, schwere Krise erlebt und am Anfang ein komplettes Häufchen Elend und ein Wrack ist, am Ende der Show stehst du da und sagst, das war alles richtig, so wie es war und wichtig, so wie es war. Und dieser Erkenntnisprozess, der ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen würde ich mich quasi nicht nur als Kabarettistin, sondern eigentlich das, was du vorher schon gesagt hast, die Bühnenschamanin wird immer wichtiger, die das Publikum an den Abgrund führt, runterblickt und das alles in heilendes Gelächter auflöst. Und dazu tue ich gern tanzen und singen und Gitarre spielen und mit den Füßen Drums, also Bassdrum und Hi-Hat und Percussion und mich umziehen in ganz viele verschiedene Rollen schlüpfen und all das auch noch. Aber das ist eigentlich nur so Beiwerk. Sissy. Ja. Jetzt kannst du ja auch mal die Klappe halten und mich eine Frage stellen. Also, und dann eineinhalb Stunden später. Bin ich jetzt wieder dran. Okay. Weil ich hänge auch noch an diesem Beispiel mit diesem Eigenlob und in diesen Sachen. Ne? Ja. Da gibt es ja dann auch immer so, also nicht, dass ich dir jetzt nicht zugehört hätte, natürlich jedes Wort, aber um da jetzt wieder anzuknüpfen, ja, weil dann können wir gleich wieder die nächste Punkt. Abzweigung, ja, nehmen. Ja. Weil es gibt ja über dich so viel zu sagen. Wir können ja jetzt hier auch sitzen und dann deine Biografie hier eben, das erzählen. Ich, ja? Das machen wir jetzt nicht. Das wäre jetzt auch eine Variante, aber das kann man ja ein anderes Mal dann, ja, angehen. Wie viele Teile man dann auch drehen müsste. Wie lange müsste man erzählen? Jetzt komm mal zu dem Eigenlob stehen zurück. Sie fängt schon wieder an, neue Fernsehkonzepte zu entwickeln. Ja, du, das passiert mir manchmal. Neulich habe ich eine Kochsendung schon für Gretchen entwickelt. Also es kommt noch alles. Erwartet euch noch viel. Also ja, genießt noch, was ihr jetzt habt in dieser Formation. Wir müssen jetzt das Publikum fesseln. Komm, ja, wir müssen das Publikum fesseln. Und zwar mit der mit diesem Eigenlob-Ding. Ja. Ist tatsächlich so, dass die Frauen so... also ich kenne das auch, dass dann so Antworten kommen wie, habe ich nur bei H&M gekauft oder so, wenn man zum Kleid irgendwie sagt, es ist schön oder es hat nur 10 Euro gekostet. Also, dass man dann immer so eine Erklärung abgeben muss, anstatt sich einfach auch zu freuen. Einfach ein Kompliment annehmen. Ganz wichtige und schwierige Hürde für Mädels, ja. So, also uns hindert einiges und wir könnten einiges tun, um dieses Bewusstsein zu bekommen. Was meinen wir da eigentlich damit? Oder erstmal, was meinst also du damit? Also man könnte, weil wir gerade sehr schön bei dem Kleid von H&M waren. Ja. Wenn ich, also vor kurzem hat meine Nachbarin mich gefragt, worum es in meiner neuen Show geht. Und da habe ich gesagt, es geht darum, wie finde ich zu meinem wahren Selbst. Und da hat sie gesagt, da gehe ich in den Supermarkt, da finde ich meine wahren Selbst. Und das ist uns ganz tief eingebrannt worden, dass das Glück mit Waren zusammenhängt. Es geht nicht um die wahre Glück, sondern es geht ums wahre Glück. Das ist ein Riesenunterschied, diametral auseinander. Und wir haben quasi irgendwo, ich kenne es noch von mir, ich kann mich erinnern, ich war auch schon quasi infiziert. Ich habe gedacht, oh, wenn ich mir jetzt einen ganz schicken neuen Fummel kaufe, dann geht es mir besser. Und irgendwann so vor 15 Jahren war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche überhaupt nie mehr zu H&M reingehen, weil ich habe alles zu Hause in meinem eigenen Schrank. Für jede Witterung, für jeden Anlass ist alles zusammenpassend, ist alles Leo. Und es ist super, weil es schmutzt nicht, weil da sind schon Flecken drin. Und ich mich sozusagen komplett abgenabelt habe von diesem riesigen Apparat, der da um uns herum rattert, der uns die ganze Zeit suggeriert, und das ist wirklich Propaganda, also alles, was ganz oft wiederholt wird im Fernsehen, ist, kann man ganz
klar, dient der Manipulation. Ja, Manipulation oder auch Propaganda oder auch Gehirnwäsche oder wie immer man es nennen will. Aber da wird uns eingeredet, wir müssen jetzt diesen neuen Fummel kaufen, damit wir zum Beispiel nicht out sind oder und andere Leute uns so angucken, sondern man muss schon irgendwie, das hat mir meine Mama auch schon gesagt, du musst doch ein bisschen mit der Mode gehen. Und ich wollte schon als kleines Kind nie mit der Mode gehen. Weil für mich war klar, in dem Moment, in dem ich mit der Mode gehe, habe ich doch eigentlich schon dann Individualität abgegeben. Die Individualität aufgegeben und ich habe zugegeben, dass ich keinen eigenen Geschmack habe, sondern ich verändere den ja jetzt plötzlich. Alle paar Monate ist das, wofür ich gerade ganz viel Geld ausgegeben habe, nichts mehr wert und landet in der Altkleidersammlung oder sonst wo. Und da ist ein Major Drain, sagt man auf Englisch, auf Deutsch sagt man, da ist ein Gulli, den sie uns rausgezogen haben, unten den Knopf und da läuft die ganze Zeit ganz wertvolle Energie. Und ich merke das, wie viel Zeit ich spare, weil ich nicht mehr shoppen muss, wie viel Zeit und Geld ich spare, weil ich nicht mehr shoppen muss, wie viel weniger Geld ich zum Fenster rausblase, umso mehr Freiheiten habe ich. Ich habe mich zum Zeitmillionär gemacht, dadurch, dass ich nicht mehr dauernd irgendwelche Statussymbole oder irgendeinen Unsinn mir einreden lasse, sondern einfach sage, ich genüge mir jetzt so, wie ich bin. Das ist etwas, was mit allen Mitteln verhindert wird, denn wenn die Leute alle nichts mehr kaufen würden, würde diese gesamte Marktwirtschaft zusammenbrechen und H&M würde pleite gehen. Das würde uns jetzt nicht viel ausmachen, außer den Leuten, die bei H&M arbeiten, weil wir lassen das herstellen in der dritten Welt und es sind wirklich Sklavenumstände, unter denen die arbeiten. Aber dagegen, das ist quasi Turbokapitalismus in seiner reinsten Form, auf allen Kanälen gegen einen einzelnen kleinen Menschen, der sich herausnimmt, die Entscheidung zu fällen, ich kaufe jetzt einfach nichts mehr. Und vor allem, und jetzt kommt unsere Geschichte ins Spiel, ich verkaufe, also Sissi ist ja nicht nur Zeitmillionärin, sondern die holt sich ihr Geld schon noch über was anderes ein, als nur über ihre Bühnenprogramme. Ich meine, du hast durch mich verdient, Sissi. Muss man jetzt ganz klar sagen. Ich habe nämlich hier die Sissi-Gedächtnisjacke an. Zu unserem Dreh. Weil das ist die Geschichte unseres näheren Kennenlernens. Ja. Wir haben uns ja schon ein paar Mal auf Feiern gesehen. Aber weil die Sissi wirklich Hammer-Klamotten hat, hat sie sich eines Tages gedacht, eine Flohmarkt-Klamotten. Ich mache, weil das ist ja auch eine gute Inspiration. Ja? Also hier zum Nachmachen, du hast es ja wirklich für dich entdeckt, was da alles drin steckt in so einem Flohmarkt. Ne? Du hast eine Woche lang. Es war eine Woche lang. Es waren eine Woche lang so tolle Begegnungen und es war auch wieder genau der Punkt, da kamen Frauen. Weil jetzt muss man ganz kurz sagen, du hast viele Klamotten, oder? Alles, und was du noch so hast. Alles, was ich verkaufe, was nicht mehr leben in deiner Wohnung. Genau, alles, was ich mal für irgendwelche Theateraufführungen oder Filmrollen oder Abendkleider für Sissi, die Perlinger Show und den ganzen Kradlaradatsch, Kladderer, den ich seit über 20 Jahren bei mir in meinem Fundus, ich habe ein ganzes Zimmer, hängen hatte, habe ich gedacht, komm, da kannst du 90% davon einfach mal. Und dann ist die zweite Komponente aufgegangen, die war großartig. Da stehen so ein bisschen verhuschte Mädels vor mir und sagen, ich weiß nicht, ob ich sowas je anziehen würde. Und ich dann und auch alle anderen, die im Raum waren, wir haben dann wirklich plötzlich gesagt, boah, aber das Teil, das bist du. Ja, das sieht irre aus. Und wo lustigerweise die Frauen haben intuitiv sich das Richtige gegriffen, sich hingehalten und dann ist genau das passiert, worüber ich heute reden möchte. Die Tabus haben angefangen, im Kopf aktiv zu werden. Oh Gott, wenn ich das anziehe, da werden mich auch die Leute auf der Straße werden mit dem Finger auf mich zeigen, sie werden mich ausladen, ich werde meinen Job verlieren, mein Mann wird mich verlassen, meine Kinder werden sich für mich schämen. Was da alles für Filme losrattern. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, du ziehst dir was total Verrücktes an und machst dir noch so einen Federbuschen auf den Kopf und setzt dir einen Teddybären auf die Schulter. So bin ich mein Leben lang rumgelaufen, auch in die Schule. Und alle haben mich dafür geliebt. Jeder, der sich was traut, wird geliebt, wird angelacht. Und wissenschaftlich ist bewiesen, Exzentriker und Leute, die sich trauen, exzentrisch zu kleiden, sind ganz wertvoll für die Gemeinschaft. Alle großen Erfinder dieser Welt waren Exzentriker. Einstein, Newton, you name it, die großen Wissenschaftler. Jeder, der es wagt, eigene Wege zu gehen, wird irgendwann mal dieser Gesellschaft etwas sehr Wertvolles zurückgeben können. Und seien es nur die Fußstapfen in den Schnee hin zu mehr Individualität. Und absolut. Genau. Und da möchte ich aber jetzt wieder die Kurve nehmen und sagen, aber hey, wer
im Turbokapitalismus, in der Massenproduktion, in dem, wo du alle gleichschalten möchtest, dass alle das Gleiche kaufen, dass du ihnen auch alle 5 Minuten immer etwas völlig anderes verkaufen kannst, das ist nicht im Sinne der Massenkompatibilität. Und deswegen wird das ganz dolle torpediert. Und diese Dinge, keiner würde uns wirklich die Klamotte vom Leib reißen. Wir machen das mit uns selber. Wir haben die Mauern in unserem Kopf selber aufgebaut. Und ich sage jetzt ein Beispiel für so eine Mauer, Sissi. Mhm. Ich bin ja immer auch berühmt für meine knalligen Farben. Ich trage gerne, was ihr jetzt nicht seht, logischerweise. Ich habe ein Format, das nicht zu tragen kommt. Ja. Aber sehr gern rot und lila. Und eine Nachbarin von mir, die ist 20 Jahre älter, das war damals in Schwabing, die ist dann mal an ihre Gartentür gekommen und hat gesagt, Mensch, also ich würde mich ja auch so gern trauen, solche roten Kleider. Ich habe auch eins hängen im Schrank. Ja. Aber wissen Sie, ich traue mich einfach nicht. Ja. Und ich freue mich immer, wenn Sie so durch die Straße gehen mit Ihrem Hut. Und ich habe aber echt alle Überzeugungsarbeit da reingesetzt, die da auch zu motivieren. Ich meine, es ist doch traurig, ein Kleid hängt da einsam im Schrank rum, das Sie eigentlich ganz sehnsuchtsvoll, wunderlieb anziehen würde. Und sie tut es nicht. Ja? Da kommt bei das Stichwort rotes Kleid sehr schön. Danke. Da geht das nächste ganz große Kapitel auf, das noch viel älter ist. Nämlich das rote Kleid trägt im Film und im Theaterstück die Schnalle. Ist gleich Nutte, ist gleich die man mal eben vernascht und dann wieder fallen lässt, die Wertlose, die Verkommene, die, gegen die uns das Patriarchat impft. Da wollen wir nicht hin. Diese Dame hat ganz recht, wenn sie sagt, ich traue mich das nicht, weil sie hat Angst vor den Blicken der Männer. Ich würde mal sagen, alle Mädels sind bei ihr und sagen, boah, das sieht geil aus und du hast heute das so reflektiert auf deinen Wangen und du siehst 10 Jahre jünger aus und Ding. Und die Jungs stecken die Köpfe zusammen und sagen, es hat so ein rotes Kleid an, deswegen findet es trotzdem keinen, der es fegelt. Und fangen an, die böse alte Schachtelnummer zu fahren und die ganze patriarchalische Unterdrückung rattert natürlich noch in den Jungs. Und da will ich jetzt den Jungs auch keinen großen Vorwurf machen und sagen, wir sind böse, sondern die sind ja auch einfach nur manipuliert und von Propaganda seit klein auf gebrieft worden. Die Frauen durfte man nicht groß werden lassen. Man darf sie auch heute noch nicht wirklich stark werden lassen. Ganz latent ist das immer noch sehr deutlich zu spüren. Wenn ich Gäste habe, ja, gerade gestern hatte ich 2 Leute bei mir sitzen, die wenden sich automatisch, wir saßen im Freien mit gebührendem Abstand, aber wenn irgendwas fehlt bei Tisch, dann wenden die sich automatisch an mich, ach, könntest du noch so ein Schüsselchen und wärst du so lieb, würdest du noch? Und ich wende das sofort an meinen Süßen und sage, kannst du bitte das Schüsselchen und könntest du noch? Und dann gucken die und sagen, wups, da ist ja wirklich mal eine Rolle vertauscht worden. Mhm. Die Frau ist nicht die, die aufsteht und schnell in die Küche huscht. Ja? Und das haben ganz wenig Frauen, selbst in meinem Freundeskreis, mit meinen jungen, offenen, emanzipierten, durch die Emanzipation gegangenen Typen. Das steckt ganz tief in uns drin, deswegen müssen wir da hin und wieder drüber reden. Und deswegen muss es auch ganz klar nochmal ans Bewusstsein geholt werden, das Tabu, dass sich eine Frau wirklich sexuell ausleben darf, womöglich noch provokant kleiden und womöglich noch mehrere Liebhaber in ihrem Leben durchspielen, bevor sie den richtigen Mann findet, den sie dann heiratet. Das wurde früher strengstens untersagt und das schwingt als Tabu immer noch mit, ist aber ein ganz wichtiger Punkt für die Leute, die zum Beispiel ihr wahres Glück in einer freien Sexualität suchen. Das ist jetzt zumindest nicht meins. Ich bin ein total monogam geprägtes, treues Seelchen immer schon gewesen. Aber ich kenne ganz viele Frauen, die zum Glück das brauchen, dass die sich sexuell komplett ausprobieren und in alle Richtungen. Auch da liegt ein großes Tabu. Das ist dann das des Patriarchats, das einfach die Kontrolle über die Frau haben will. Und vor allen Dingen die über den Erben. Ja, und ein wichtiger Ausweg aus dem Ganzen, ich formuliere das so radikal und ich lebe das ziemlich auch so aus, ist,
Es ist egal, was andere von dir denken. Total, das ja? ist ja ganz schwierig. Also, weil ich kenne, wenn das ich das sage, dass das dann immer so, ist das wirklich oder so. Aber ich merke, das ist der einzige Ausweg. Ja, also ob irgendjemand ja. das denkt, da werde ich ja nicht mal fertig, Sissi, weißt? Ja, ja. Also wenn du jetzt genau. 100 Leute herstellst, das werden uns nicht 100 Leute toll finden. Das ist einfach so. Jedes, und jeder das Kopf, muss man sich gewahr werden. Ja. Jeder Kopf ist ein anderes Universum. Ja, und die einen mögen mich, die anderen nicht. Ich kann das auch nicht beeinflussen in diesem Sinne, ja. ja. Wenn ich bin, dann entweder nur die finden mich dann. Sympathisch, die Menschen, oder nicht. Und ja. wer nicht, der muss ja nicht zuschauen, kann was anderes machen, ja. Hausaufgaben, weiß ich nicht, aber einfach woanders hingehen. Also ja? es ist ja so, Golf spielen. Jeder kann ja nur sein eigenes Glück für sich selber ganz persönlich schmieden. Und wenn ich auch nur so ein Mühe versuche, das Glück eines anderen nachzuschmieden, bin ich schon auf dem Holzweg und auf dem falschen Dampfer. Und wir werden aber mit allen Tricks auf den Holzweg und den falschen Dampfer gelockt, weil glückliche Menschen ganz schlechte Konsumenten sind. Absolut. Natürlich, ein glücklicher Mensch, ja. ich habe es an mir selber ja erlebt und ich kenne viele Freunde, die ein völlig selbstbestimmtes Leben leben, die kämen nie auf die Idee, sich irgendwelche Statussymbol-Autos vors Haus zu stellen oder sich in irgendwelche mit irgendwelchen Geschmeiden zu behängen oder sonst. Jeder hat ja eine andere Art, wie er sich selbst überhöhen muss oder erhöhen oder nach außen darstellen. Weil er innen eine große Leere hat. Je größer die innere Leere, desto mehr kompensieren wir. Das ist ja uralter Käse, brauchen wir hier jetzt nicht nochmal breit treten. Aber es ist in dem Thema schon wichtig, dass man es einmal erwähnt. Also wir werden das wahre Glück nur finden, wenn wir wirklich lernen, unserem emotionalen Feedback-System zu vertrauen. Und das emotionale Feedback-System haben wir eingebaut bekommen, genau um diesen Weg hinzulegen vom kleinen Kind, das einfach nur so geprägt wird, hin zu dem Menschen, der die Seele eigentlich wirklich anstrebt. Also ich glaube ganz fest daran, dass die Seele geboren wurde, um gewisse Dinge zu erleben und dass sie eine große Sehnsucht hat, sich in ihrer Frequenz, in der Schwingung zu erhöhen. Und ich habe ganz oft erlebt, wie ich plötzlich, da kommt ein Mensch zur Türe rein und gibt mir die Hand und plötzlich macht meine Schwingung und ich fange an, unsicher zu werden oder plötzlich bin ich nicht mehr spontan oder irgendwie fange ich an, irgendwie Komplexe zu kriegen oder irgendein Scheißdreck rattert los. Das ist dann jemand, der zieht dich in deiner Schwingung runter. Es gibt Menschen, die begrüßt und du lachst die anderen, geht es sofort und dann merkst du ständig, mit dem kann ich lachen und da ist ja der Wahnsinn. Die ziehen dich in der Schwingung hoch. Und so funktioniert emotionales Feedbacksystem. Wenn ich mir jetzt einrede, fuck, bei dem Typen fühle ich mich total unwohl, aber das ist ein wichtiger Produzent, dem muss ich gefallen, damit ich die nächste Rolle kriege, da bist du schon am Arsch. Na, da bist du schon verratzt. Bist du verratzt. Also ich denke, das ist nicht der Weg und da muss man einfach radikal, wenn man da ist, dann kann man auch keine Kompromisse machen. Genau. Ja? Also kann man, ich sage es mal so, das ist ja alles ein großer Lernweg, den wir gehen. Keiner frisst die Weisheit mit einem Schaumlöffel, jeder hat ein anderes Ziel, jeder findet sein Glück woanders, jeder muss sich da so rantasten. Und natürlich kann jemand wie ich, der ja, um es nochmal zu sagen, es ist mein Beruf, dass ich diese Dinge analysieren darf, dass ich da stundenlang drüber nachdenken darf, dass ich das schreiben darf, dass ich Pointen, dass ich lesen darf dazu. Das ist ja das, was ich den ganzen Tag mache. Und deswegen habe ich da auch eine ganz starke Beobachtung. Ich habe darauf fokussiert und habe das über Jahrzehnte hinweg beobachtet. Und ich habe ja auch vor allen Dingen für mich persönlich die Aufgabe, dass ich mein Publikum in der Frequenz hochziehen will. Also ich würde einfach keine Pointe machen, wo ich merke, dass die Leute hinterher drin sitzen und irgendwie, wo es so runtergeht, so in Schadenfreude. Das ist ja wieder das Schamanische, ne? Ja, du willst auch die Energien erhöhen. Ich will die Energie erhöhen und mir gelingt es. Und deswegen, ich habe da Sensoren dafür sensibilisiert. Und das ist aber etwas, das kann man nicht von heute auf morgen, das ist auch, das lernst du genau wie Gitarre spielen, das lernst du beim Meditieren, das lernst du, indem du dich tagtäglich dir immer wieder darüber bewusst wirst. Ich muss mal einen kleinen Schluck Wasser trinken. Ja, das ist, aber was ist jetzt das? Ich glaube, an der Frage waren wir schon. Und was ist für dich Bewusstsein, Sissi?
Das würde mich jetzt interessieren, deine Definition. Schön. Eine schöne Frage. Was ist Bewusstsein? Ich glaube, die Definition von Bewusstheit, lass uns einen kleinen Fall aufmachen. Mhm. Wenn ich irgendwie, wenn mein Süßer mich saublöd anredet, was mir total auf den Senkel geht, und ich bewusst reagiere, dann nehme ich diese 3 Sekunden, die meine Körperchemie mir gewährt, wahr, bevor ich das Adrenalin ausschütte und sage, ey, wieso quatschst du mich so saublöd an? Ich knall dir gleich eine. Ich nehme mich, halte diese Worte zurück, atme bewusst durch, atme vielleicht sogar Licht, Liebe und heilende Energie ein. Überleg mir kurz, warum war er jetzt so aufbrausend? Was kann ich tun, um ihn runterzuholen? Und schon reagiere ich anders. Und das ist nur ein kleiner Funke, ein Moment der Bewusstheit gewesen, die mich von einem automatischen, animalischen, Körperchemie gesteuerten Tier unterscheidet. Von dem Reizreaktionsschema, ne? Ja. Zack, zack. Das zack, Reizreaktionsmuster wurde erfolgreich durchbrochen und die Frequenz wurde erfolgreich hier oben bewahrt und ist nicht mit Füßen darunter getreten worden. Und es gelingt mir natürlich nicht immer, aber immer öfter. Und wenn ich meditiere, dann mache ich ja im Prinzip nichts anderes, als dass ich einfach immer wieder übe diese Sekunde des, jetzt bin ich einfach nur da. Und jetzt atme ich dieses klare Licht ganz tief in den Bauch. Meine Atmung wird ganz langsam, dann weitet sich mein Brustkorb und ich atme göttliche Energie. Und jetzt lasse ich diese heilende Energie in jede Zelle hineinfließen. Das stelle ich mir so ein paar Mal vor. Und dann kommt wieder irgendein Gedanke daher. Und wieder zurück auf klares Licht, göttliche Liebe, heilende Energie. Und je öfter man das trainiert, diesen Affen, der immer durch den Kopf hüpft, herzuholen und ihn wieder zu lausen, dass er sich wieder beruhigt. Und umso mehr lernt man das auch im Alltag, weiß man ja. Ist ja. Also das heißt, man schafft sich eine Instanz, stimmt das so für dich, ja, wo man Entscheidungen treffen kann. Ja. Weil sonst ist man ja immer fremdbestimmt von dem Außen und man reagiert einfach nur. Genau. Aber wenn ich mir dessen gewahr bin, hey, ich kann mich ja entscheiden, ob ich mich so oder so oder so verhalte. Das ist ja vielen gar nicht klar. Das ist so ein Schlüsselmoment, das ist so wichtig. Mhm. From moment to moment, from cradle to death in the perfect rhythm of my breath, habe ich mal in meiner englischen Comedy-Show gesungen. Und das ist quasi dieses, dass du wirklich von Moment zu Moment auch die Möglichkeit hast, zu deinem höchsten Potenzial zu gelangen. Also es gibt natürlich einen Rahmen, ja. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht Gitarre spielen, weil hier gerade keine Gitarre ist. Jetzt suche ich das höchste Potenzial, indem ich die tiefste Wahrheit mit dir finde. Wenn ich zum Beispiel, früher habe ich oft auf die U-Bahn warten müssen, da habe ich intuitiv Steppen geübt. Das war für mich meine Methode, wie ich diese doofe Zeit, die ich da hocke, und ich hatte nichts zu lesen dabei, da habe ich einfach Buffalo Step, Shuffle die Schiffel, die Köckel, die Klick geübt und so das höchste Potenzial aus dem Moment rausgeholt. Aus der Krise mit meinem Freund, das höchste Potenzial ist, von Streit in Liebe zu gehen. Da gibt es für jeden Moment ein adäquates Höher. Und je bewusster ich durchs Leben gehe, umso bewusster entscheide ich mich. Will ich jetzt mit diesem blöden Produzenten da hinten in der Zigarrenlounge sitzen und irgendeinen oberflächlichen Nonsens zu tun, als würde ich den gut finden? Oder gehe ich lieber mit den Transen da hinten in der Ecke wirklich lachen? Was ich immer gemacht habe mein Leben lang. Und es war für mich einfach, ich will lachen. Weil dann ist meine Frequenz hier oben und ich bin glücklich und mir fehlt nichts. Und jeder hat natürlich seine eigenen Prioritäten. Ja, und wichtige Wegweiser, das kennen wir ja, das hast du ja auch schon gehört, sind ja eigentlich diese beiden als ganz grobe Marschrichtung, Liebe und Angst. Ja, ja, ja. Also mache ich etwas aus Liebe, das wäre dann zu hohen Frequenz rauf, ja, ja, oder mache ich etwas aus Angst? Und diese Situation auch untersuchen. Ja, genau. Und da ist auch vor allen Dingen, da kommt noch was ganz Tolles rein. Also dieses Angst und Liebe ist ja schon mal ganz toll. Und das ist aber auch, die Angst ist immer so ein Zug,
aus der Vergangenheit. Das ist so, da zieht es dich so in vergangene Dinge rein und oh, da habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht und meine Mama hat schon immer gesagt und da kommen dann ganz uralte Prägungen, auch evolutionäre, überhalten Verhaltensmechanismen, weil, oh gosh, da geht ja wirklich der Ding ab. Und das andere ist dieser Sog in die Zukunft. Die Liebe ist eigentlich immer die öffnet, ist da, wo es aufgeht und das Licht reinscheint und wo man plötzlich ganz neue, wo sich neue Horizonte eröffnen und wo man eigentlich in Wirklichkeit hin will. Weil das ist ja auch die Evolution. 3,8 Milliarden Jahre haben wir uns von so einem ersten Einzeller hin zu dem entwickelt, was wir hier gerade sind, die Spitze der Schöpfung, ja, die absolute Speerspitze der Schöpfung. Und da ist, steckt ganz eine große Kraft dahinter, immer besser und bewusster auch zu werden. Aber das ist auch unsere Pflicht, ja? Natürlich. Also die das können. Die Seelenpflicht. Jetzt ist leider die Welt ja noch so, dass es ja erstmal ein Luxus ist, sich überhaupt mit so einem Thema zu beschäftigen. Ja? Ja. Wenn die Maslow'sche Bedürfnispyramide noch nicht erfüllt ist, das heißt, ich liege in irgendwelchen Slums herum, ich muss daran denken, wo kriege ich mein Essen her. Diese Menschen können leider diese Arbeit noch nicht machen, aber umso mehr ist es unsere Verantwortung, weil indem wir diesen Weg gehen, können wir für eine Welt, also es ist ja ganz visionär gedacht, aber daran glaube ich, dass es möglich wäre, wenn alle sich mal anstrengen, so gehen, dass niemand mehr in den Slums liegen muss. Ja, wäre überhaupt nicht nötig. Also es ist, die Schere geht immer weiter auf. Also so viele Menschen wie heute an Hunger sterben, sind sie noch nie im Laufe der Menschheit. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind. Ja, also, Jean Siegler, den ich ja interviewt habe, der mahnt und warnt ja schon seit Jahrzehnten. Ja. Und die Schere geht immer weiter auf. Es ist ein wahnsinniges Privileg. Ich glaube aber, dass es nichts bringt, sich wegen diesem Privileg schuldig zu fühlen, sondern du hast völlig recht, es ist unsere Verantwortung. Also wirklich Pflicht, ne? Ja, es ist die Pflicht, vor allem auch als Frau. Ich muss immer an die Popette denken. Die Popette hatte so ein schönes Lied, da hat sie gesungen, irgendwas von Laub, das fällt und Obst, das verdirbt. Und dann kam immer völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe vor 20 Jahren gehört, aber es ist mir immer noch hier. Vor allem aber auch als Frau. Und es ist aber wahr, vor allem als Frau haben wir auch... Ist das nicht was von Loriot? Nee, das ist Popette Betancourt gewesen. Ich weiß, als Frau habe ich ein Jodeldiplom, fällt mir jetzt ein. Ja, oder da habe ich was Eigenes. Das Jodeldiplom von Loriot war, da hat sie dann was Eigenes. Und das war so wunderbar nachgeplappert, das war auch sehr genial, das stimmt. Ja. Aber du hast natürlich... Wir brauchen das Bewusstseinsdiplom. Wir brauchen das Bewusstseinsdiplom und vor allen Dingen auch die Frechheitsplakette. Sehr schön. Ja, wir müssen frech sein, wir müssen auch ein bisschen uns auf die Hinterbeine stellen. Und nicht immer nur unseren Hormonen folgen. Ja, weil das Hormone, ist... Die danke, dass du sagst, weil das ist so Hormone dominant. Die Hölle. Es ist wirklich... Also da wollte ich ja schon ganz lang mal überhaupt ein ganzes Programm am liebsten drüber machen. Was mit dir passiert, wenn du einmal mit einem Typen in die Kiste steigst? Dann bist du diese rosarote Brille und dann rennst du diesem Menschen hinterher, denkst, du liebst ihn. Es ist nur Evolution, es ist nur ein Hormon, das du ausschüttest. Nach 2 Wochen ist es vorbei, solche Mädels gehören weggesperrt von der Großmutter, ja, damit die nicht den falschen Typen hinterherlaufen, die falschen Kinder kriegen und ein falsches Leben leben und dann hinterher sich wundern, warum sie erst mit 60 plötzlich gerne finden würden, wo ihr wahres Glück liegt. Und da mit 60 hast du es nicht mehr so einfach. Ja. Aber wir können ganz kurz noch vorher anfangen. Das ist auch möglich, by the way. Ja. Noch vorher anfangen. Ja. Denn Virginie Despont, die sich ja auch sehr einsetzt für Frauenrechte, die beschlossen hat, sie wird lieber lesbisch und ist dann lesbisch geworden, weil es nicht mehr weitergeht. Hat die das im Kopf beschlossen? Sehr und schön, sie hat beobachtet, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt die King Kong-Theorie, die wurde auch neu aufgelegt jetzt im Zuge dieser MeToo-Debatte. Interessant, ja. Und da schreibt sie, dass sie es nach wie vor beobachtet, dass wenn Männer den Raum betreten, wo Frauen sind, dass die automatisch leiser lachen, sich zurückhaltender. Ja, klar. Also um wirklich nicht diese freche Frau zu sein, die dann nämlich nicht sexy ist.
Ja? Nicht sexy, nicht attraktiv genug. Sie reden leiser, ja, du hast recht, nicken mehr. Ja. Also das hat sie alles beobachtet, dass die Frau eben attraktiv sein will, und zwar im erotischen Sinne auch. Und das bedeutet, lach nicht so laut, rede nicht so laut und widersprich auch bitte nicht. Darf ich mir gerade kurz selber widersprechen? Ja. Ich habe gerade Quatsch gesagt. Ich habe gerade echt Blödsinn gesagt. Man kann natürlich früh anfangen mit der Selbstfindung, aber ehrlich gesagt, Selbstfindung ist eigentlich etwas, was wirklich erst ab 60 losgeht. So schaut's aus. Alles, was davor aber ist, ist, ja jetzt ist aber großes auch Glück. Aber ab 60 schon. Meine Jüngste ist jetzt hier 13 oder 14, die na super. Abonnentin na, ist. Das ist doch auch toll. Aber ich sag mal so, ab 60 wird's wirklich, brennt es unter den Nägeln, wenn du ein falsches Leben gelebt hast. Da fängst du an, entweder womöglich krank zu werden, wenn du ein falsches Leben führst, oder depressiv oder Alkoholiker oder weiß der Geier, wie du jetzt, wie jeder reagiert ja anders. Aber wenn du 60 Jahre lang ein falsches Leben geführt hast, dann ist spätestens mit 60 der Moment anzufangen umzudenken. Und ich glaube auch, dass da der Körper uns hilft. Also die alten Chinesen wussten schon, dass bei den älteren Frauen, wenn die aufhören, ihre Energien für die Kinder aufheben zu müssen, da schießt das Yang ein und da kriegen die plötzlich ihre Hitze, was die jungen Männer in der Jugend haben, und dann leben die länger und die sind stärker. Und die alten weisen Frauen haben in den alten Kulturen auch das Leben gewuppt. Also die waren zuständig für Heilung, Rechtsprechung, religiöse Riten, das haben genau, die Jungs natürlich Kräuter alles unter den Nagel gerissen. Heilung. Genau, aber die Weisheit, die eine alte Frau hat, ist natürlich nochmal, erstens werden sie älter als die Männer. Die Männer sterben aus diesem Grunde früher, weil sie eben ihre Energie auch schon in der Jugend sehr verbrannt haben. Und zweitens ist die alte weise Frau ja eine, die mal mütterlich war, die alles miterlebt hat, die war die Liebende, die war das alles volle Kanne. Männer sind ganz oft ihr Leben lang Krieger, Jäger, Sammler oder Arbeiter, Untergebene gewesen. Die Frauen haben in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen ganz viele verschiedene Informationen aufgesogen und können daraufhin Heilung, Rechtsprechung und religiöse Riten eigentlich menschlicher und tiefer geben. Und das ist genau der Punkt. Wenn du solche weisen Frauen um dich hast, kannst du als Mann nicht einfach patriarchalisch bestimmen und unterdrücken, Kriege führen und dich bis zum Exzess bereichern. Und dieses, dass die Mannsbilder das damals an sich gerissen haben und die Frauen aus allen Entscheidungsprozessen rausgehalten haben, dass die Frau nicht mal privat mitreden durfte, sondern Weib. Ich habe es in Indien vor kurzem noch erlebt. Da sagt einer zu mir, don't talk to me like this woman. Ja? Weil ich ihm gesagt habe, er muss einfach nur einen Meter rückwärts fahren, dann ist da kein Stau mehr. Und weil er aber nicht wusste, wie der Rückwärtsgang in seinem Leihwagen reinging, hat er so reagiert. Ja? Und dieses, dass die Männer, wenn sie untereinander sind, deswegen gehen sie auch gerne in so Clubs und in so Klicken, wo einfach rein männliche Kommunikationsformen herrschen, da wollen die sich nicht gerne von einer mütterlichen Frau reinreden lassen. Die sagen, aber denk doch auch mal an die armen Sklaven und die armen Kinder und die armen, lass uns doch ein bisschen weniger Geld verdienen und ein bisschen mehr für Finanzen. Nein, der Mann will da sich durchsetzen. Und diese Ausbeutung, die auf diesem Planeten passiert, das 1% zu viel besitzt wie die restlichen 99, das ist eine rein patriarchalische Angelegenheit. Und das zu sagen, ist ja auch schon wieder ein Tabu. Also Feminismus an sich ist das Tabubelegteste, was es gibt. Ich habe mal im Flieger Emma gelesen, da hat sich wirklich die gesamte Business Class über mich lustig gemacht. Ja, ha, ich kam mir vor, als würde ich ein Hardcore-Porno lesen. So hat man da auf mich reagiert. Ja, was lesen Sie denn da, Frau Perlinger? Die Emma. Ah, guck mal, sie liest Emma. Ja, welche Frau hat heute noch Emma abonniert? Und Emma ist die einzige Zeitung gewesen, wo ich Dinge erfahren habe, darüber, wie umgegangen wird mit Frauen weltweit. Super gute Journalistinnen, die berichtet haben aus der dritten Welt, aus dem Islam, aus überall her. Steht sonst nirgends, nur da. Und trotzdem kaufen es die Frauen nicht, weil man uns eingeredet hat,
Feminismus ist unsexy und weil wir immer noch so drauf sind, dass wir, um auf deine Introduction zurückzukommen, nicht mehr ganz so laut lachen, wenn sobald ein Mann den Raum betritt. Naja, aber es ist natürlich in der Weiterentwicklung. Also das muss man natürlich schon sagen. Auch Alice Schwarzer ist ja eine zwiespältige Figur, zumindest für mich. Hallo. Ja. Also die hat viel vorangebracht, aber jetzt, man kann sich dann auch verrennen. Also manchmal ist man dann in so einem Alice hat das Problem mit den Hormonen. Ja. Die hat das Problem, dass sie die hormonelle Unterschied zwischen Mann und Frau nicht akzeptieren will. Ich habe mich darüber mit ihr wirklich gestritten und habe gesagt, die Mann und Frau sind nicht gleich. Wir werden von Östrogenen betrieben wie Maschinen und die Männer werden von Testosteron getrieben wie Maschinen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich Testosteron nehme, werde ich aufbrausend, aggressiv, Macht, will Macht an mich sammeln. Und wenn ich Östrogen nehme, werde ich milde und kooperativ und liebevoll. Das hat mein Vater mir vorgelebt, 1:1. Der war früher totaler Patriarch, da musste er auch Östrogene nehmen. Dann hat er plötzlich zu meiner Mutter gesagt, du hast recht. Okay, ja, also war, jetzt ist doch der Ausweg klar. Das war eine Persönlichkeitsveränderung. Ich sage immer, man sollte die Erde wie so ein Tee-Ei für 3 bis 5 Jahre in ein Östrogenbad tunken, dann würde die Autoindustrie auch nicht mehr plötzlich Milliarden an Förderungen bekommen, jetzt gerade, wo sie 32 Milliarden Euro Profit gemacht hat letztes Jahr, sondern da würden auf einmal andere Entscheidungen fallen. Und wir haben aber, wir haben jetzt eine Kanzlerin und wir haben eine EU-Präsidentin und wir haben auch die Währung wird auch von einer Frau bestimmt, aber das ist trotzdem, diese drei Frauen sind nur an dieser Position, weil sie diesem Prinzip gehorchen. Weil sie dem patriarchalischen Prinzip gehorchen, das Spiel mitspielen und sogar noch männlicher ticken teilweise. Das ist als es. Die Frauen müssen sich dann noch mehr da in diese männliche Rolle begeben, um sich zu behaupten. Also das ist kein Ausweg. Ja? Nee. Das heißt, der Ausweg muss ganz von woanders kommen und ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft weiblich ist. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht mit Gästen und es bedeutet nicht, dass sie von Frauen nur dominiert wird. Nein, aber dass die weibliche eine Kraft, gesunde Balance. Genau, aber dass die weibliche Kraft, die Männer ja genauso haben, das ist, was wir jetzt brauchen. Ja. Ja. Und die hat ja auch viel mit dem Verbinden zu tun, mit dem Gemeinschaft schaffen, wir und in Kommunikation bleiben und gehen. Ja. 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 Und die Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Sich durchboxen. Ja. Ja, ja. Ja. Die Kommunikation zwischen Mann und Frau unterscheidet sich ja grundlegend. Bist du vertraut mit Deborah Tannen? Nein. Diese Kommunikationswissenschaftlerin, die hat es so schön auf den Punkt gebracht. Die sagt einfach, weibliche Kommunikation ist immer, wir versuchen immer auf einer Augenhöhe zu sein. Unter Frauen ist es total tabu zu sagen, ich kann das und ich bin so und angeben und Ding, habe ich vorher schon erwähnt. Es ist aber auch sogar, es geht sogar so weit, dass wenn eine Frau mir ihr Leid klagt und es geht ihr schlecht und sie hat das und das und das erlebt und ich höre mir das an, dass ich dann oder Frauen dann so reagieren, dass sie sagen, oh, das kenne ich. Und runtergehen aus ihrem Status, nur um mit der Frau, der es gerade nicht so gut geht, auf einer Augenhöhe zu bleiben. Na, aber es gibt nämlich das auch, dass Frauen dann, also ich kenne schon auch Frauen, die dann nochmal sagen, nee, und mir geht's noch viel schlechter. Also oder noch viel schlechter, genau. Die gibt's schon. Na, das gibt's auch noch. Oder auch, das ist ja noch, ich habe ja, noch gar nichts. Das geht auch noch, drunter geht auch noch. Aber das, was unter Männern ganz selbstverständlich ist, wo nie ein Mann dagegen verstoßen würde, das Überbieten, ist diese Hierarchie, die sie in der Kommunikation haben. In jedem Raum wird sich sofort auch eine Hierarchie automatisch bilden, wie auf jedem Affenhügel, wo Paviane miteinander, da siehst du sofort, der eine stellt die Haare hoch, der andere macht den Senk, dann riecht der andere dahin und sagt, okay, ich bin niedriger. Und der andere, und derselbe Hormoncocktail, den so ein Affen-Pavian-Führer im Blut hat, den haben auch die Top-Manager von den großen Banken und von den großen Konzernen und von den und die führenden Politiker. Das ist das Ich, Adrenalin und Testosteron und das Alpha-Tier. Und dem Alpha-Tier gehorchen die anderen Männer, weil das ist Programm. Wohingegen die Frauen sind ganz anders programmiert. Die Frauen
hinterfragen, gehen hin, sind gewohnt, dass sie immer alle im Grüppchen gemeinsam entscheiden und dass sie sagen, ach, bei der hat das Kind die und die Krankheit gehabt, da hat das Kraut geholfen, ah, hier war es ein anderes, ah ja, vielleicht probieren wir beides mal. Ich erlebe das bei meiner Hautärztin zum Beispiel, wenn die irgendwas macht, dann fragt die ihre Assistentin, die Sprechstundenhilfe, was denkst du, was sollen wir jetzt lieber das zuerst machen oder das zuerst? Und dann sagt die, ach ja, mach mal lieber das zuerst. Die sind total auf gleicher Augenhöhe, obwohl die Ärztin ist und die andere nur die Hilfe. Das habe ich noch nie bei einem männlichen Arzt erlebt und das funktioniert auch. Und diese andere Art zu kommunizieren, die wir unter Frauen betreiben, die verstehen die Männer oft falsch. Die denken, wenn man den fragt, ach, was denkst du, sollen wir lieber so oder so machen? Dann denkt er, oh, die Alte ist ja überhaupt nicht kompetent. Okay, ich werde das Ruder übernehmen. Ja? Und an diesen Missverständnissen krankt es ganz oft. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo waren wir? Wo wollten wir? Ja, ich gebe noch ein anderes Argument dazu, weil es gibt natürlich immer die Ausnahmen, weil wir in diesem kapitalistischen System leben und Frauen ja sehr wohl das haben, dass sie Vergleiche machen optisch. Ja, also sobald dann Männer im Raum sind, wird dann schon verglichen mitunter. Ja, also ich bin jetzt der Typ, der sich über jede Frau freut, die schön ist. Ich habe gar nicht dieses Konkurrenzdenken. Ja, ja. Aber es gibt es sehr wohl. Also ich kenne das schon, dass natürlich. Klar. Das ist plötzlich aber, wird der Mann festgehalten, nur weil man irgendwie in den Raum kommt. Man will ja den Typen natürlich. Gar nicht. Natürlich. Also da, es gibt, ich sage ja nicht, die Frauen sind alle ganz toll und haben keine Fehler. Ich sage ja nur, wie sie kommunizieren. Ja. Die Frauen haben natürlich, wir sind zum Beispiel total darauf programmiert, auf alle Fälle den besten Versorger und Beschützer abzukriegen. Und da kennen wir keine Verwandten und auch keine beste Freundin. Wenn da der perfekte Samenspender zur Türe reinkommt, sind die Frauen schlagartig alle Feindinnen und versuchen irgendwie jede auf ihre Art und Weise den Typen zu kriegen. Und davon profitieren die Typen ja auch oft und legen dann alle der Reihe nach flach. Aber, oder es gibt das Polyamore-Modell, dafür bist du ja nicht, aber es gäbe es. Das polyamoröse Modell gibt es auch, ja. Ja. Nee, das ist irgendwie überhaupt nicht meins. Das kostet mich zu viel. Ich habe keinen Bock. Du wärst Zeit ja gar nicht der Mann. Ja. Ich bin, was Sex anbetrifft, ein bisschen wie Einstein mit seinen Jacketts. Der hatte nur ein Jackett 10-mal im Schrank hängen und hat gesagt, ich habe keine Lust, Zeit zu verlieren mit der Überlegung, was ich heute anziehe. Ja? Und ich habe nur einen Mann bei mir und da muss ich keine Zeit verschwenden, mir zu überlegen, mit wem gehe ich heute aus, sondern der ist gut. Der hat jetzt schon 14 Jahre gut gehalten. Aber 10 Männer im Schrank? Ach also, du, also ein Albtraum. Ja? Ja, das ist ja fast noch schlimmer wie 10 Frauen. Ich frage mich, was die Mannsbilder für Nerven haben, mehrere Frauen gleichzeitig. Ich stelle mir das so anstrengend. Stell mal vor, es gibt sogar Männer, die haben heimlich Familien nebeneinander. Das ist Wahnsinn. Mit 4 Kindern. Aber Themawechsel. Nein, wir wollen jetzt bewusst werden. Bewusstsein, genau. Also du hast mir jetzt deine Definition vom Bewusstsein, da kann ich viel damit anfangen. Das ist so eine Art, ich sage immer, als würde man auf eine Metaebene gehen und sich selbst beobachten. Ja. Sagen, okay, aha, was ist denn jetzt hier los? Situation checken, genau was du vorhin jetzt auch mit diesem Konflikt gesagt hast. Ja? Metaebene ist ein schönes Stichwort. Und auch, ich übernehme die Verantwortung für die Situation und zwar für meine Seite. Ja. Mhm. Und ich fühle mich nicht, und das gehört für mich auch zu Bewusstsein dazu, als Opfer, sondern immer als der Handelnde. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Und ich würde gerne zum nächsten Tabu kommen. Stimmt, wir sind ja am Sumpf. Mit dem Thema Metaebene. Ja. Meta, was hast du gesagt? Geht ja da schon mal los. Ich kann mich gut erinnern, wenn ich zum Beispiel, als ich in einer Talkshow saß und irgendwie, man fragte mich, was machen Sie denn eigentlich in Goa außer kiffen, so total von oben herab? Und da habe ich gesagt, ich versuche dort zu mir selber zu finden. Ich bin da, ich gehe ja in keinen Ashram, ich bin bei keinem Guru-Ding, aber ich habe da, Indien ist ein Land für mich, ich bin da aus dem Flieger gestiegen und habe angefangen, einen Sinn für Spiritualität zu entwickeln. Das für alle, die es nicht wissen, du bist ein paar Monate im Jahr, jedes Jahr da. Genau, ich bin seit 20 Jahren, lebe ich im Winter immer da in Goa. Und also mein erstes Moment, wo ich dieses Land betreten habe, kam ich raus am Flughafen, bin ins Taxi eingestiegen und war vorher völliger Atheist, meine Eltern Atheisten, nichts mit Religion, Spiritualität, nichts am Hut gehabt.
Und nach 5 Minuten habe ich richtig gebetet, weil der Taxifahrer ist einfach gefahren wie der Henker. Und da stand vorne so ein kleiner blinkender Altar, den habe ich gesehen, habe ich gedacht, ich liebe solche Taxifahrer. Ja, welcher Gott auch immer du sein magst, bitte beschütze mich. Deswegen haben die so viele Götter. Ne? Ja, genau. Und welche beschützen uns. Und die haben auch ganz viele Hände. Das heißt, sie kriegen viel mehr geschafft als unsere komische Dreifaltigkeit. Da. Und du hast für jeden Anlass einen Gott. Und dann dreht er sich auch zu mir um und redet so ganz lang, während ihr wirklich mit unfasslichen Zahn über diese komplett holprige Straße mit extrem viel Gegenverkehr und wie du es dir nur vorstellst im Film, nur noch viel schlimmer. Sagte, don't worry, Madame Ganesha is going to protect us. Und komischerweise habe ich ihm das geglaubt. Ich habe gewusst, weil der war so entspannt. Und es hat sich herausgestellt, die Inder fahren Auto wie Götter. Die haben ein Gespür und ein Gefühl und sind völlig angstfrei und völlig stressfrei. Die fluchen nie und die fahren millimetergenau aneinander vorbei und überfahren nie einen Hund oder eine Ziege oder eine Kuh oder eine Katze oder das ist einfach wirklich. Aber wie können die das? Auch kein Menschen, ne? Also die sind ja auch in New York, die Inder, und fahren ja Taxi. Ja. Du, erstes Mal New York, ich steig ein, du, und dann war es schon so, nach 2 Minuten, es schien, als hätte der einen Radfahrer überfahren. Ich komme jetzt in New York an. Das Radfahrer war aber bestimmt überfahren. Die Schuld du, vom Radfahrer. Du, da ist der Radfahrer aufgestanden, der Taxifahrer ist raus, haben sich beide beschimpft, dann haben sie gelacht und jeder ist weitergefahren. Und ich dachte, okay, das ist New York, ja, keiner ruft die Polizei, interessiert keinen. Schön. Naja, also, nee, also der war dann schon zu lange in New York. Also meine Taxler, die ich kenne, es passieren schon Unfälle in Goa, aber ehrlich gesagt nur mit Touris. Die fahren unglaublich und ich hatte tiefes Vertrauen und dieses Vertrauen hat sich immer wieder bestätigt. Und ich habe ja auch dann ganz viele Menschen kennengelernt, die mir ganz viel erzählt haben und inzwischen bin ich, und ich auch aus anderen Gründen, ich bin auch schon aus bewusstlos gewesen, aus meinem Körper raus, habe mich da liegen gesehen und mit dem Kopf nach unten, habe aber genau gesehen, dass meine Schwester läuft, meine Mama kam an, alle waren aufgeregt und ich bin da oben gewesen, habe mir gedacht, wieso sind die so aufgeregt? Also ich weiß, dass ich aus meinem Körper raus kann, dass ich mich dann von oben sehe und plötzlich ist alles, was ich eh schon so gespürt habe, ist so wie so Puzzleteile zusammengefallen und inzwischen sind diese Dinge für mich so normal, wie wenn ich sage, du, jetzt nachher habe ich aber dann Hunger und würde gern was essen gehen. Also das ist aber trotzdem ein Tabu, wo du von vielen Leuten immer noch als komplett geistesgestört oder verhuschte Tusnelda, Müsli, Tussi, Wollsocken, Meditationsheini, Yoga, Tusnelda, was da alles für Vorurteile rattern. Und das ist natürlich auch wieder ganz schön perfide, weil ehrlich gesagt, der wahre Grund für meine Existenz lässt sich weder in irgendwas etwas Materiellem noch Beruflichem noch Status noch sonst irgendwas finden, sondern er befindet sich genau in diesem Bereich. Was will meine Seele wirklich? Wo komme ich her? Und wo will ich wirklich hin? Und nur wenn ich mich diesem gesamten Spektrum, diesem Feinstofflichen öffne, kann ich diese Ziele überhaupt jemals erahnen oder gar finden? Und während der Meditation plötzlich, ich habe es vor kurzem jetzt nach so vielen Jahren endlich auch erlebt, dass ich plötzlich wirklich flash, richtig mich gebeutelt hat und mir die Tränen rausgelaufen sind, ich gelacht habe und ich plötzlich genau wusste, dass meine Seele unsterblich ist. Und ich genau gesehen habe, dass das alles ein großer Fluss ist und dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, sondern nur dieses Jetzt und dass ich verbunden bin mit allem. Und da kann ich noch so oft sagen, ja, das hat doch schon Einstein gesagt, alles ist Energie, alles schwingt. Ja? Und wenn ich mich in eine bestimmte Realität erschaffen möchte, muss ich einfach nur die Schwingung dieser Realität erzeugen. Hat Einstein for Christ's sake vor genau 100 Jahren schon gesagt, und wir haben alles von ihm übernommen und unsere gesamte Lasertechnik und Hightech, alles beruht auf seinen Erkenntnissen. Aber das, was uns dazu verholfen hätte, wirklich
mit dem Gesetz der Resonanz zu beschäftigen und zu sagen, alles, was ich ausstrahle, ziehe ich an, also arbeite ich an mir und meiner Ausstrahlung, das hat man uns als Kinder nicht beigebracht. Und da schließt sich leider schon wieder mein Kreis hin zu dem Thema, dass ich sage, das wird uns ganz bewusst nicht beigebracht, weil diese ganzen Kinder, die man von klein auf so erzogen hätte, die wären nicht bereit, irgendeinen stumpfsinnigen Job zu machen und für einen Hungerlohn mit der Hoffnung auf eine Altersvorsorge, die ihnen dann auch noch nicht mal ausgezahlt wird, irgendeinen Scheißdreck zu arbeiten und einen Job zu machen und irgendeinen Blödsinn zu kaufen. Du kannst das mit Menschen, die erwacht sind, nicht mehr machen. Nee. Also du musst sie einfach im Unbewussten halten, ja? Weil je mehr jemand zu sich kommt, desto mehr merkt er ja, okay, also steigt Leute, was ihr mir da anbietet, das ist jetzt echt nicht attraktiv genug, ja? Genau. Da bin ich nicht dabei. Genau, und wir waren gerade in einer sehr starken Welle, da kam unheimlich viel Wind, der gesagt hat, also ich habe vor kurzem ein schönes Beispiel, zum Beispiel das doofe Gummibärchen-Orakel hat ein Freund von mir mal wieder mitgebracht. Und dann haben wir so zum Spaß mal wieder Gummibärchen-Orakel gemacht und in jeder einzelnen Antwort steckte die Sehnsucht nach Transformation. Hm. Du bist so und so, du warst da und die und bla, aber du würdest gerne was anderes aus dir machen, du wärst gerne mehr. Oder warum gibt es so viele Coaches jetzt zurzeit? So wie früher plötzlich alle Yoga-Lehrerinnen wurden, so sind jetzt plötzlich alle Coach. Und jeder will eigentlich einen Beruf haben, in dem man sich verwirklichen kann, in dem man nicht mehr nur von 9 bis 5 die Augen zu und durch, sondern in dem man wirklich sagt, boah, das bringt mir was, da bin ich erfüllt, da habe ich Spaß dabei, ich habe das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Ja? Und wenn alle Menschen sinnvolle Dinge tun würden, wäre diese Welt eine tolle Welt. Ja? Genau, kein Mensch braucht Massenfabrikation und Ausbeutung und Niedriglohn und diesen ganzen Scheißdreck. Wir müssten viel weniger von allem, würde uns viel mehr helfen. Da kannst du jetzt in jedes Thema reingehen, in Landwirtschaft, in Fleisch. Ich wollte gerade sagen, Tiere brauchen das ja auch nicht, was wir da tragen. Genau, genau. Und das wäre im Prinzip ein so einfacher Samen, den man legen könnte in der Schule. Wenn du, wer hat es gesagt? Ich glaube, Dalai Lama hat es gesagt oder Osho, weiß es nicht mehr. Wenn du eine Generation von Kindern in der Schule meditieren beibringen würdest, es gäbe in 20 Jahren keine Kriminalität mehr. Mhm. Wenn du einer Generation von Kindern in der Schule beibringen würdest, wie Lernen überhaupt geht, seitdem ich weiß, wie man lernt, habe ich eigentlich überhaupt erst zu lernen angefangen. Ich habe die Schule so, Abitur gerade so, und mühsam und ein Albtraum für mich. Heute lernen, ich habe schon immer gern gelernt, weil es eine Freude ist, etwas Neues zu erfahren, zu sagen, aha, mein Horizont erweitert sich. Und wenn du Mnemonics kannst, dann weißt du, wie du eine neue Vokabel zum Beispiel in Silben aufteilst und diese Silben ergeben Bilder und diese Bilder kann sich dein optisches Gedächtnis merken und plötzlich kannst du ein komplexes polnisches Wort von einer Sekunde auf die andere dir merken, weil du etwas Neues mit etwas Bekanntem verbunden hast. So funktioniert Lernen. Ja, und wieso Lernen, ich aber das auch nicht über die Begeisterung. Aber so auch über die Begeisterung. Aber einfach auch Merkvermögen. Also alle Gedächtnis Künstler dieser Welt arbeiten ja mit diesen arbeiten Bildern. Mit dieser wieso wird die den Kindern nicht in der Schule beigebracht? Zerfix! Weil die Kinder gar nicht wirklich lernen sollen, sondern es ist ein Aussiebeverfahren. 10% werden gleich mal in die soziale Tonne getreten und die jeden Scheiß schlucken, die eignen sich dann auch hinterher als brave Deppen, um die Scheißjobs zu machen. Und wenn wir alle unsere Talente, die da heranwachsen, gefördert hätten, würden diese Kids nicht mehr mit solchen Fingernägeln und solchen Wimpern und solchen aufgespritzten Lippen und solchen kurzen Röcken und mit solchen Schuhen in Dingen rumlaufen und nur in Instagram, dann würde das alles ja nicht funktionieren. Ja, es ist ja letztlich auch leer. Also du spürst ja auch, je mehr du ins Bewusstsein kommst, wie leer solche Präsentationen sind, wie du sie jetzt schilderst, ja. Und wie arm diese Teenager sind. Dass die in diesen Social Media, bist du ja als Kind schon von klein auf ständig konfrontiert mit irgendjemandem, mit dem du dich vergleichen sollst. Oh, guck mal, wie toll die aussieht, das brauche ich auch.
Und schon bist du und bist wieder am Ausgeben. Und diese sozialen Netzwerke sind so konzipiert, dass sie die Kinder süchtig machen. Also es funktioniert genau wie Kokain. Auch von der Auswirkung her, es macht hochneurotisch, die Kids sind alle selbstmordgefährdet. Und es ist ein Verbrechen. Und die Typen, die das in Silicon Valley erfinden und auf den Markt bringen, die geben ihre Kinder alle nie so ein Teil in die Hand. Die ganzen Kids von den führenden Leuten werden in Waldorf, in Montessori-Schulen ferngehalten von Handys, Tablets und Laptops. Und weil die genau wissen, was sie da anstellen in der Psyche von den Kindern. Das ist eine ganz böse Präventionsmaßnahme, an die Selbstverwirklichung gleich bei Teenagern zu untergraben, weil man natürlich auch seit den 70er Jahren weiß, Teenager und junge Leute sind diejenigen gewesen, die damals die Revolution angeführt haben. Die haben in den 70er Jahren auf die Straße gegangen, haben sich vor die Wasserwerfer gestellt und haben gesagt, hier keine Notstandsgesetze, keine Kriege mehr, make love not war, kein Jute statt Plastik. Haben die damals schon alles gewusst? Jute statt Plastik. Das ist wirklich seiner Zeit weit voraus, aber sehr klug gewesen. Gut, bei den Kondomen hat sich's nicht bewährt. Aber wir haben damals alles schon gewusst. Wir haben gesagt, Atomkraft, nein, danke, jetzt ist der ganze Pazifik verstrahlt. Verstehst du? So, aber jetzt ist es ja, wäre es ja ein Weg. Es gibt ja durchaus Menschen, für die das interessant ist, jetzt in eine Bewusstheit zu kommen. Und für immer mehr Menschen wird es interessant. Und irgendwann mal gibt es die kritische Masse. Das ist ja zum Beispiel ein Weg, ja? Die kritische Masse ist, waren wir ganz kurz davor, sie zu erreichen. 10% genügt. Sollen wir kurz das schöne Beispiel mit dem Teich sagen? Ja, gerne. Also die kritische Masse ist ja, besteht in der Biologie genauso. Es gibt in jedem Teich, gibt es böse Bakterien, wo der Teich umkippt und verfault. Und es gibt gute Bakterien, wo der Teich floriert und die Pflanzen wachsen und die Fische was zum Essen haben. Und es gibt 80% Mitläuferbakterien. Und in dem Moment, in dem die braune Masse leicht überhand nimmt, kippt der um, weil die 80% Mitläuferbakterien mit umkippen. Und in dem Moment, in dem der Teich die kritische Masse von 10 überschritten hat, was die guten Bakterien waren, heilen die alle und es wird ein toller, florierender Teich. Also es ist eigentlich ein ganz kleiner Prozentsatz der Gesellschaft, der immer... Also ich nenne das immer die Spuren in den Schnee setzt und sagt, ja. Leute, hier ist super, ihr braucht euch nicht fürchten, kommt mir nach. Und da geht es in die Freiheit und da wird alles ganz entwickelt, floriert alles. Und es gibt natürlich auch immer die sagen, oh Gott, wir sind wieder bei der Angst und bei der Liebe und bei dem Zurück in die Vergangenheit oder nach vorne in die Zukunft. Und da waren die 70er Jahre ein wahnsinniger Aufbruch und da ist ganz viel dagegen unternommen worden. Großes Tabu ist Hippie zu sein. Plötzlich, wir sind ja hier beim Thema Tabu, alle Männer haben sich die Haare abgeschnitten. Ganz kleine Geschichte dazu, da war mal so ein indianisch abstammiger Typ, der konnte wahnsinnig gut Fährten lesen. Das ist noch gar nicht so lange her. Und dann haben die Amis gesagt, den brauchen wir beim Militär, der kann uns helfen. Und dann haben sie den eingezogen und haben ihm die Haare abgeschnitten und plötzlich konnte der die Fährten nicht mehr lesen. Schau, bei Samson ist das ja auch so. Genau, Samson und Delila ist genau da. Hat er auch die Kraft. Deine langen deine Haare sind Antennen. Ja, genau. In deine Umgebung. Und in deinen Haaren steckt eine Kraft. Das ist etwas Schamanisches, etwas Feinstoffliches. Es hat was mit deiner Freiheit, mit dem freien Denken, aber eben wirklich auch so weitgehend, dass sogar jemand, der ganz intuitiv wusste, da ist das Wild langgelaufen, da müssen wir hin, der konnte dir das gar nicht genau erklären, der hat es einfach gespürt, weil er in Verbindung war. Zack, schneidest du dir das ab oder gar noch schlimmer, rasierst es dir rauf, wie die Nazis und wie jetzt plötzlich alle in diesen Undercut, wo ich echt einen Vogel kriege und Beklemmungen, dann nicht umsonst sind die Burschen beim Bund kurz geschoren. Ja. Keine eigene Meinung, keine eigene Individualität, alle gleich ausschauen, alle auch erniedrigt. Ja. Mhm. Und das ist jetzt Mode. Und damals in den 80er Jahren, ich habe gedacht, ich spinne, meine ganzen Freunde haben sich plötzlich die Haare abgeschnitten und haben sich plötzlich irgendwie in so eine coole Richtung mit schwarzer Lederjacke und plötzlich sahen alle gleich aus. Und da habe ich zum allerersten Mal begriffen, dass jetzt der Mainstream eingesetzt hat,
dass in den Medien plötzlich Hippies beschimpft wurden. Auch ich wollte gerade sagen, es gilt ja jetzt auch schon als Schimpfwort, ne? Längst. Ganz schlimm, also Hippie, Schlabberhose, Müsli, Tante, Wollsocke, langweiliger, Patchouli-stinkender Kiffer, ja. Und noch ein paar Jahre vorher waren das die Helden. Ja, das war Born to be Wild. Das genau, die den Weg in neue Ebenen im Bewusstsein kennen. Genau. Ja? Und das wurde ganz schnell unterbunden. Und jetzt sind wir eigentlich schon auch an dem Punkt, wo man sagen muss, der ganze Umgang mit Drogen ist ja auch total tabu, ist ja ganz böse. Und das würde ich auch unterschreiben, wenn ich sage, für junge Leute, es wäre ganz, ganz wichtig, dass man an die Schulen, wo Teenager hingehen, Menschen schickt, die Erfahrungen haben mit Drogen und die Kinder mit einem wahren Schatz an eigenem Wissen aufklären darüber, was sie mit ihrer Psyche machen, wenn sie zu früh anfangen, zum Beispiel Marihuana zu rauchen. Und vor allen Dingen auch das Marihuana heute, das ja extrem stark ist, Skunk, was du in Amsterdam kaufen kannst, das ist ja fast schon wie ein Trip, den du einwirfst. Da werden die Kinder paranoid, komplett konzentrationsunfähig. Die ganze Verknüpfung, die im Gehirn neu stattfinden sollte, das ist ja in dieser Zeit, ne? Als Teenager, wird unterbrochen, wird falsch verknüpft und diese Leute bleiben in ihrer Entwicklung stehen. Ich habe zig Freunde aus der damaligen Zeit, die heute noch den gleichen Unsinn reden wie damals. Und du meinst, es liegt daran? Natürlich. Alle nur den gleichen Quatsch. Ich kenne sie auch aus Goa. Ich kenne sie auch aus Goa. Diese Jungs, die jeden Tag jetzt Baum erst einmal waren. Und das ist... einfach auch eine ganz unbewusste Art, umzugehen mit etwas, was man eigentlich in einem schamanischen, geschützten Rahmen als Ritual ganz selten im richtigen Set und Setting, vor allem in der richtigen Dosis und auch nur von den richtigen Leuten. Nicht jeder, das ist noch, selbst in den alten Höhlen damals, hat nicht das ganze Dorf gemeinsam Pilze eingepfiffen, sondern nur die Schamanen sind in die hinterste Ecke gekrochen und haben da Pilze genommen und haben dann angefangen, die Höhlen zu bemalen und haben dann angefangen, auf den Schwanenknochen Musik zu machen und haben angefangen, Religionen und die Sprache zu entwickeln, weil sie plötzlich Dinge erlebt haben, die sie in Worte ausdrücken wollten. Also der Übergang von Affe zu Menschen ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich und für mich sehr nachvollziehbar, passiert, als die angefangen haben, bewusstseinserweiternde Drogen, Pilze, Kaktusse, Marihuana zu nehmen, zu probieren und dann plötzlich zu erleben, wow, was passiert da mit mir? Ja. Also es ist natürlich ein Weg, ne? Und das ist aber ein ganz, ein Weg, den man nicht einfach so auf der Party jeden Abend, sondern das gehört ganz genau beobachtet und das kannst du heute, es gibt ja auch ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen, wo man gesagt hat, damals mit LSD, man hat unfassliche therapeutische Erfolge erzielt. LSD ist in Verruf geraten, weil es damals quasi zur Partydroge degradiert oder benutzt, so oft benutzt wurde, dass ganz viele Leute auf den Horror gekommen sind. Mein bester Freund hat sich runtergestürzt. Es wurde einfach inflationär benutzt. Genauso Marihuana und auch als zum Beispiel Ecstasy auf den Markt kam, da haben die ja ganz tolle Ergebnisse damit erzielt. Zum Beispiel bei Leuten, die ganz schwer traumatisiert waren. Diese Frau hat einmal, ich habe mal eine BBC-Reportage darüber gesehen, die Frau wurde von 5 Männern brutal vergewaltigt. Dann haben sie mit ihr dieses Experiment gemacht, haben ihr einen Ecstasy gegeben. Danach hat ihr Herz ist wieder aufgegangen. Die konnte dieses Erlebnis verzeihen. Die konnte wieder mit ihrem Mann schlafen, die konnte überhaupt wieder das Haus verlassen. Die war vorher jahrelang nur noch weinend im Trauma, im Schock gewesen. Das kann ein Ecstasy. Eine andere könnte, ne? Also könnte, ist ja. Alles, ist aber ja wenn du es natürlich jeden Abend einpfeifst, bevor du in die Disco gehst, hast du deine gesamten Endorphine rausgepfurzt innerhalb von kürzester Zeit und dann hast du kein eigenes Glücksgefühl mehr. Dieser Umgang, ja, das gehört den Kindern beigebracht. Aber es ist ein
ein Tabu draufgelegt worden, weil natürlich der CIA hat ja ganz viel mit LSD experimentiert, weiß man. Die haben ja gedacht, sie könnten es eventuell fürs Militär verwenden, hat nicht funktioniert. Aber da wurde einfach das Verboten, der Deckel drauf gemacht. Und ich behaupte, um die Leute daran zu hindern, zu erwachen. Marihuana war eine der wichtigsten Heilpflanzen und wurde, als die polymerisierenden Fasern erfunden wurden, mit einem nie dagewesenen Medienfeldzug in der damals extra dafür erfundenen Yellow Press schlecht geredet. Damals hat man noch gesagt, Reefer Madness, da hat jetzt wieder einer im Marihuana-Rausch 10 Leute massakriert, was völliger Quatsch ist. Hinterher, als es dann darum ging, Leute in den Krieg zu schicken, hat man plötzlich erkannt, oh, wait a minute, Leute, die Marihuana rauchen, massakrieren nie Leute, sondern werden extrem friedfertig. Also für den Krieg nicht gebrauchbar, also wollsockige Schlabberhosen. Da hat man das Image dann nochmal umgedreht. Aber man hat einfach versucht, das komplett unter Verschluss zu setzen. Aber die andere Seite ist ja, also ich habe eine Sendung schon gemacht, mit könnt ihr ja schauen, dann in meinem ganzen Angebot an Videos über, ja, was ist so attraktiv am Rausch. Und da habe ich ja schon davon erzählt, dass ich mein Leben lang noch nie Alkohol getrunken habe, noch nie Drogen genommen habe, noch nie geraucht habe. Also all diese Zusatzmittel wirklich nicht kenne. Und ich ein Plädoyer dafür gehalten habe, ich höre da gerne zu. Also ich fand es sehr schön, weil meine Gesprächspartnerin sehr für den Rausch ist und auch, ja, für Erkenntnis. Und wir da sozusagen unsere verschiedenen Positionen. Für mich ist es extrem sexy. Ich kann damit was anfangen, gerade wenn man dann sagt, okay, das ist ja so ein ganz altes Heilmittel und da kann man vielleicht was draus gewinnen. Aber ich finde es noch attraktiver und dabei bleibe ich, das aus mir ganz selbst heraus zu generieren. Völlig richtig. Gebe ich dir, unterschreibe ich total. Vielleicht für Fortgeschrittene oder ich weiß es nicht. Ist der Königsweg. Oder ist es eine Utopie? Es ist der Königsweg. Aber darf ich da, aber ich jetzt dazu würde ich gerne eine kleine Kurve machen. Mach die Kurve. Ich glaube, dass kein einziges wirklich gutes Lied der gesamten Rock-Pop-Geschichte der letzten 50 Jahre nüchtern entstanden ist. Schau, weißt du was, ich habe ja Kollegen, ich interviewe ja meistens Schauspieler und meine, ja, Kollegen, aber die ich kenne, vor allem Sänger, ja, ich bin da überhaupt nicht fit in diesem Bereich der modernen Musik, und die sagen, ich komme selten zu einem Interview und einer ist nüchtern, ne? So. Also, und während die Schauspieler immer alle nüchtern und brav sind. Also aha, okay. Also es ist ganz klar, die Jazzer haben schon ganz früh, schon in den 20er Jahren, nur gekifft. Das ist der Grund, warum es diese Musik gibt. Die ganze Rockmusik der 70er Jahre, diese ganzen Bands, man weiß es ja. Man weiß ja, dass die alle gut, das sind aber jetzt die Bands, bis sie tot waren. Aber jetzt komme ich. Ich will jetzt kommen mit unbedingt der Musik, die ich liebe, ist nämlich die klassische Musik. Da darfst du und nicht Johann geben. Sebastian Bach hat all seine Werke mit der Kraft Gottes geschrieben. Natürlich. Also das ist eine komplett andere Nummer, weil es gruft aber auch nicht. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Klassik-Fan, weil es gruft nicht. Und wenn ich... Oh mein Gott, ja, und so und tolle Werke. Ja, tolle Werke. Ab, aber sie. Das, worauf ich stehe... Die Art von Groove, ich stehe einfach auf afrikanisch, latino, funky. Gut, das ist, es muss mich einfach ein Tanzbein jucken. Und wenn jetzt mir einer irgendwie eine Bach-Fuge vorspielt, dann sitze ich da und sage, ja, aber es ist nicht meine Frequenz. Also es ist nicht das, wonach sich meine Seele verzehrt. Kennst du nicht den Classic Move? Und das ist, da legt man nur klassische Musik auf, ist 2 Stunden zusammen mit mehreren Menschen in einem Raum und bewegt sich ganz frei zu klassischer Musik. Ja, 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 doch. Kann doch, was das passieren, das ist ja unglaublich. Ja, sicher auch. Ach gut, es gibt schon klassische Musik, ja, die man sich bewegt. Es gibt auch klassisches Ballett. Ja, gut, okay. Aber ist halt nicht dieser Groove. Ist jetzt nicht der Groove, wo mir wirklich einer abgeht. Das ist einfach wirklich, ich glaube schon, dass bestimmte Werke und bestimmte Stilistiken mit solchen Dingen zu tun haben. Also ich glaube, also das beste Beispiel, was weiß ich, die Beatles hätten nie das komponiert, was sie komponiert haben, wenn sie nicht gekifft hätten und vorher auch in Indien gewesen wären. Aber kann man es wirklich sagen? Ja.
Das ist ja das, kann man es denn sagen? Natürlich woher kann man das sagen. Du kannst dir doch die Werke der Beatles anhören, als sie noch nüchtern waren. Und dann kannst du die Werke von John Lennon und Paul McCartney anhören, als sie geraucht haben und gekifft haben. Und das weiß man. Da gibt es ja ganz viele. Also die Werke, wo sie nüchtern waren, die kenne ich gar nicht, weil damit sind sie nicht berühmt geworden. Was? Oder? Doch, natürlich. Welche Werke meinst du? Naja, die ganze frühe Rock'n'Roll, die ganze frühe Rock'n'Roll-Nummer. So und Penny Lane und so. Das war jetzt ohne Drogen. Penny Lane. Penny Lane. Ja, ich kenne den Song. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, bis wohin das ging, aber es ist auf alle Fälle ganz klar. Also sag meine Drogen. In dem John Lennon aufgehört hat, ein Pilzkopf zu sein, der wie in einer Boygroup in einem Anzug dastand, sondern wirklich er selber wurde und sich die Haare hat wachsen lassen und politisch aktiv wurde und extrem und durch den großen Einfluss von Yoko Ono. Yoko? Ich weiß nicht genau, ab wann das, ob da eben, Penny Lane war davor. Eben, war das die Drogen oder die Yoko? Man beides. Weiß es ja dann auch nicht. Beides. Ja? Weil Yoko Ono auch zu viel gekifft hat. Die ist natürlich das ganze Philosophieren. Also ihr merkt schon, sie will ihre These unbedingt belegen. Ne? Ich komme da jetzt auch nicht weiter. Ne? Nö, ich muss nein, die These nicht okay. belegen. Die einen läuft sie sofort rein. Das ist so. Die anderen sagen dann, igitt oder so, mach mir meine Rockmusik nicht schlecht. Aber die 70er Jahre, das ist doch ganz klar. Das stand ja selbst im Rider drin, dass die Musiker alle... Ja, aber es ist doch auch ein bisschen Attitüde, ne? Auch dieses, ich zerschlage jetzt die Hotelzimmer und so. Oh, das ist ja eine nette Show, das oder? War dann, als sie dann zu viel gesoffen hat. Oder so, ja. Das würdest du nie, wenn du nur stoned bist, machen. So eine schöne Gitarre. Kein Bewusstseinszustand, Hotelzimmer ja, also zerschlagen. So, ne, weil es kann ja eben kippen, ne? Also bei allem, was jetzt auch konstruktiv da ist und natürlich, klar hast du recht, die alten Schamanen und auch jetzt in vielen Ländern in der Heilkunst nimmt natürlich. Man ja auch Kräuter und so weiter her. Ja, klar. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus im Detail, aber das ist das, was also man die, hört. Die Hippies sagen, Alkohol wurde von Menschen erfunden, Marihuana vom lieben Gott, wem vertraust du mehr? Das ist ja interessant. Ja, und und ich will ja nur, es ist einfach, ich will jetzt hier überhaupt kein Plädoyer halten, im Gegenteil. Nehmt euch in Acht, tut es ja nicht, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr das vertragt. Ganz viele Leute vertragen es nicht, überhaupt. Also ich sage nur, da liegt auch ein Tabu drauf. Und es war ein Schlüssel für einen bewusstseinserweiternden Prozess, den eine ganze Jugend kollektiv erlebt hat in den 70er Jahren. Es heißt nicht umsonst bewusstseinserweiternde Droge. Und du kannst natürlich ein Bewusstsein nur erweitern, wenn da auch eines ist. Also ist es nichts für Teenager und Kinder und Jugendliche, die kein Bewusstsein haben. Aber ich würde zum Beispiel behaupten, dass die gesamte indische Mythologie ganz stark von den Menschen geprägt wurde, die Chillum rauchen, am Duni sitzen und dann philosophieren. Das ist Teil dieser Religion. Obwohl es in Indien illegal ist zu kiffen, die Babas dürfen das. Die dürfen ihren Charas rauchen, weil es Teil ihrer Religion ist. Die Rastafaris dürfen ihren Joint rauchen, weil es Teil ihrer Religion ist. Und das Zeug wächst wie Unkraut auf schlechtesten Boden 4 Meter in die Höhe und du brauchst nur so viel und bist in einem anderen Space und denkst über andere Dinge nach und fängst an, dich zu hinterfragen. Du fängst an zu hinterfragen, was mache ich eigentlich wirklich mit meinem Leben? Bin ich eigentlich wirklich glücklich? Plötzlich merkst du, was du wirklich machen möchtest. Plötzlich willst du nur noch musizieren oder du willst nur noch, was weiß ich, jeder entdeckt sein Ding. Und das wiederum ist auch nicht im Sinne des kapitalistischen Systems, das gerne die Leute brav vor der Glotze hält. Weil du machst die Glotze automatisch aus, weil du sofort durchschaust, wow, was ist das für ein Schrott? Da geht es ja nur um Mord und Totschlag, dann irgendeine blöde Spielshow, dann wieder Mord und Totschlag. Hier wird noch eine Frau zerstückelt, aha, Mordfall. Und dann wird noch Verkaufsfernsehen und dann wird noch mir vorgespielt, dass ich jetzt unbedingt irgendwie wen heiraten muss, um glücklich zu sein. Es ist nur Schrott. Genau, du musst einen Bauer finden. Genau, und die paar, außer den paar Dokus oder ein paar wirklich tollen Filmen, die es auch gibt, ich würde mal sagen 99% Schrott. Und das schaltest du dann automatisch weg. Deswegen, wenn ich in Indien bin, ich gucke 4 Monate lang kein Fern und wenn ich nach Hause komme und mache die Glotze an, dann bin ich zutiefst geschockt.
was da ist. Ne? Wahnsinn, allein diese Werbung und was für eine Penetranz. Und was für aber du erträgst es ja auch nicht mehr. Ich also ertrage es überhaupt nicht mehr. Ich halte dir die wirklich auch körperlich aus. Ja, das hält man nicht mehr aus. Also eine berühmte Serie, sonntags immer um eine bestimmte Zeit, die ganz viele Deutsche gucken, ich halte es gar nicht mehr aus. Ja, ja. Das hat dann plötzlich angefangen, Sissi. Ich habe das früher geschaut und dann dachte ich mir, was ist jetzt mit mir los? Ja, und das hat schon mit, du bist empfindlich für solche, und ich glaube dann allen nichts mehr. Ich glaube den Schauspielern nicht mehr die Sätze, auch wenn es tolle Schauspieler gibt, aber ich bin dann irgendwie raus. Ich kann das gar nicht mehr gucken. Das ist dann eine ganz seltsame Erfahrung auch. Ja. Und das macht sie ohne Dope. Ja, das mache ich ohne. Na gut, aber schau mal. Ja, du bist 20 Jahre, aber auch so, du lernst sehr intensiv eine andere Kultur kennen. Das ist ja auch ein unglaubliches Geschenk. Ja. Ich bin ja sehr europäisch geprägt. Ja, und ich habe mir auch angeeignet, schon mit 13 habe ich die ersten philosophischen Schriften gelesen, dass ich wirklich high draufkomme, wenn ich mich mit Hegel und Kant und so weiter beschäftige. Ich meine, das sind dann halt andere Drogen. Ich sage ja, jeder sucht sein Glück woanders. Ihr müsst jetzt nicht alle Hegel studieren. Aber ja, na klar. Aber es ist das Hegeljahr, ich bitte euch. Ja. Das Hegeljahr. Die Gesamtausgabe hier. Also insofern, es ist wirklich so eine, weil ich denke jetzt auch gerade meine Philosophen, ich glaube, die haben da jetzt das ganz nüchtern durchdacht, die ich jetzt so kenne und lese. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus und ich finde das sehr spannend, genau was du sagst. Ja, holt man sich's, aber man will sich irgendwas holen. Also jeder muss sich das holen, was für ihn was sich erhebt über sich selbst hinaus. Ja. Und was dich hochzieht. Genau. Und da ist das emotionale Feedback-System, um es nochmal kurz zu bringen. Ich habe schon erlebt, dass Leute ständig sich einen bauen und rauchen und danach kommen sie total scheiße drauf. Dann muss man das lassen. Wenn man sich einen kleinen, man muss auch vor allen Dingen, man muss ja wissen, wie man dosiert. Man muss minimalst homöopathische Dosis, nenne ich das. Und dann muss man auch wissen, was man dann kann. Dann kann man nicht mehr Auto fahren, dann kann man nicht mehr Text auswendig sagen. Da kann man zum Beispiel nur noch trommeln. Ja, ich kann zum Beispiel nicht mehr Gitarre spielen. Ich habe mir das längst abgewöhnt. Also ich bin da ganz vorsichtig geworden. Und trotzdem möchte ich abschließend, bevor wir vielleicht zum nächsten Punkt kommen, sagen, auch da ist ein Tabu. Die Bewusstseinserweiterung kann auch hier stattfinden. Ich habe Freunde, die haben einmal irgendwo einen Joint geraucht, seitdem nie mehr, aber an dem Tag haben sie ihr Leben verändert. Ich habe einen Freund, der hat in Mumbai gelebt, ist ein BMW gefahren mit kurzen Haaren, dick in die Ding, in eine Bank zum Arbeiten gegangen und ich treffe den irgendwann, der war ein dünner Typ und er erzählt mir seine Lebensgeschichte und ich habe es nicht für möglich gehalten. Er hat gesagt, er hat einmal einen geraucht und hat kapiert, oh, das ist alles Quatsch, was ich hier lebe. Ich will in die Berge, ich will meditieren, ich will für mich allein sein, ich will nicht verheiratet sein. Das hat schon ganz schön Konsequenzen. Der ist allein in die Berge gegangen und erst mal ein Jahr lang im Himalaya geblieben und dann ist er nach Goa runtergekommen, hat ein kleines Gästehaus eröffnet und ist jetzt ein glücklicher Typ mit solchen leuchtenden Augen und kifft überhaupt nicht mehr. Aber diesen einen Joint, den hat er gebraucht. Jetzt müssten wir uns aber eine Welt vorstellen, Sissi, wie sieht die dann aus? Ne? Wenn man uns jetzt so zuhört, könnte man sagen, okay, die wollen, dass alle ihr Ding machen, in den Bergen hocken, irgendwas rauchen, jetzt singen, tanzen. Jetzt Gästehaus genau, das ist aber was ist das? Also sieht die Welt dann komplett anders aus? Denn es gibt ja Dinge, macht es dann jeder selber, wie ist es dann organisiert? Hast du das durchdacht? Der Müll muss weg, es müssen bestimmte Ärzte auch da sein, wir wären krank, wären wir dann nicht mehr krank? Also wenn jeder dann eben ganz frei alles macht und da was gibt ist es dann immer mit diesen Menschen, Sachen? Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel, ich habe ja mal so einen Mädels-Workshop gegeben und da haben wir auch so Themen gehabt ein bisschen. Und da war eine Frau, die hat in der Versicherung gearbeitet, in einem Büro. Und die hat gesagt, ich bin glücklich. Also das ist jetzt nichts Anspruchsvolles und ich mache da auch jeden Tag das Gleiche, aber mir geht's gut. Ich finde es super. Ich mache um 5 Uhr mein Ding zu und dann gehe ich nach Hause und dann habe ich meine Ruhe. Ich muss mich nicht mehr, ich kriege okay bezahlt und da dort und die Kollegen sind nett,
bam. Die hatte überhaupt gar kein Problem mit ihrem relativ simplen Job, den die da hatte. Und solche Leute gibt es viele, erstens. Zweitens, die Menschen, die wirkliche Scheißjobs machen, wo man echt sagt, die müsste man doch jetzt mal abschaffen. Die muss man einfach besser bezahlen. Nee, oder vielleicht wirklich. Also es gibt ja immer mehr künstliche Intelligenz, KI. Ja. Also es gibt doch viele Jobs, die will man nicht Menschen machen lassen. Ja, ja, es gibt, wird jetzt eh bald passieren, dass das alles irgendwelche, so eine Maschine, die braucht keine Sozialabgaben und die braucht keine Altersvorsorge und die ist auch nie krank. Das wird sich sowieso alles ergeben. Also ich kann jetzt nicht die Weltformel hier rauslassen. Ich kann nur sagen, für die Menschen, die Hunger haben... Dafür habe ich sie eingeladen, weißt du? Sag mal. Aber die Menschen, die Hunger haben, denen kann ich ein paar kleine Samen in ihren Blumentopf reinschmeißen. Und dann können sie gucken, welchen sie großziehen wollen. Also die Leute, die Scheißjobs machen, gehören gescheit bezahlt. Siehe Pfleger jetzt auch gerade im momentanigen Fall. Diese Leute gehören ordentlich entlohnt. Und natürlich hat nicht jeder dieses in sich, dass er sagt, ich will hier raus, ich schmeiß alles hin. Ganz viele Menschen zum Beispiel sind glücklich, wenn die einfach nur ein Hobby haben, bei dem sie sich verwirklichen können. Wenn die sagen, einmal in der Woche, da mache ich, da bin ich in meinem Hinterglasmalereikurs und da treffe ich meinesgleichen und dann malen wir total schöne Sachen und die hänge ich dann zu Hause bei mir hin. Und wenn ich die angucke, geht es mir gut. Dann ist das ist bei ganz vielen Leuten schon genug. Aber das kann ja jetzt noch so sein, Sissy. Ich rede jetzt wirklich von der verwirklichten Welt, ja. Wenn alle rumtanzen und so, dann sagt vielleicht auch deine aus dem Büro, also jetzt entdecke ich vielleicht auch noch was. Die hat noch nicht genug Kegel gelesen, die hat nicht genug Mariana zu sich genommen, ja. Du weißt ja auch noch nicht, was da los ist dann, ja. Mach das jetzt nicht so quantitativ genug, Mariana, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es kann sein, dass es bei einmal schon total schnackelt. Bei Hegel braucht man mehr aus. Hegel muss man lernen. Eine Seite Hegel reicht noch nicht, ist glaube ich. Aber nee, ich glaube trotzdem, also die zum Beispiel, das war für mich ein ganz interessanter Moment, weil die war auch bei mir im Workshop nicht, weil sie eine Suchende war, sondern weil sie eine Freundin begleitet hat, die sie gebeten hat. Also die kam da völlig und die war extrem lustig, war eine Rheinländerin und die war total unspirituell, hat überhaupt keinen Bock zu tanzen, zu singen, sich selbst zu verwirklichen, sonst irgendwas. Und die war einfach glücklich mit sich. Und ganz viele Leute sind so. Ja? Also ich glaube nicht, dass jetzt die gesamte Menschheit nur noch anfängt zu musizieren und irgendwo, sondern das ist... Ich will auch bitte keine Trommelgruppen. Ich bin mal geflüchtet. Ich mache das ganz verrückt mit dem Trommeln. Ich komme da nicht mehr. Ich möchte auch bitte keine Flötisten. Ich würde gerne irgendwie versuchen, um Flöte rumzukommen. Gut, aber... So ist es schon mal geklärt. Genau. Aber ich glaube trotzdem, dass die Menschen, die das Zeug zum Exzentriker haben, die Gesellschaft voranbringen, hatten wir vorhin schon. Ich bin ein Fan der Außenseite. Ich sage ja Außenseite im allerbesten Sinne. Ja, ja? Ja. Mit denen geht's voran. Diese Menschen, die das Zeug vielleicht zu einem wirklichen Fährtengeber hätten. Also die Fährte, die hinausführt in eine unbedeckte Schneelandschaft, wo einer sagt, da hinten, ich habe hier was zum Essen gefunden, folgt mir, hier ist Soul Food. Hier kann man glücklich und satt werden für die, die dahin wollen. Denen muss man die Hürden aus dem Wege räumen. Denen muss man klar machen, dass sie sich durch Tabus nicht bremsen lassen sollen, sondern dass sie noch schnell, jetzt ist noch eine Chance, bevor wir alle komplett überwacht diese Welt nicht mehr bereisen dürfen, müssten wir gucken, dass wir noch schnell daran arbeiten, dass wir ein bisschen uns selber verwirklichen. Ist das jetzt schon fast eine Schlussandeutung oder was hast du noch alles auf deiner Liste? Lass mich mal gucken, ob ich noch was... Weil ich hab auch das Gefühl, wir können uns ja auch jetzt so in den Rausch reden und stundenlang hier über Bewusstsein. Also vielleicht, ich kann ein paar kleine Sachen sagen, die... Ja, sehr die gerne. Abschließend. Also, wenn man das gefunden hat, was man wirklich machen will, sich nicht behindern lassen durch Blicke, sondern einfach wirklich üben, wo immer man geht und steht. Ob es Trommeln, ob es Steppen, ob es Singen, ob Tanzen ist. Einfach
Ich habe es immer überall gemacht und du kannst nicht nur zum Üben in den einen Übungsraum gehen und dann da wird niemals draus. Entweder man macht es den ganzen Tag und abends mit Beleuchtung und unter der Dusche und Dinge, so viel man kann, dann wird es irgendwann Second Nature. Und also da darf man sich nicht durch Tabus bremsen lassen. Wenn die Leute sagen, ja, sagen Sie mal, haben Sie jetzt noch mal alle Tassen im Spind? Sagt man, nein, ich habe alle Tassen im Spind. Ich übe. Üben ist ganz wichtig. Wenn man etwas erreichen will, muss man es. Aber man muss ja auch nicht sich rechtfertigen, ganz kurz. Dann kann man es auch zurückspiegeln und sagen, erweitern Sie halt einfach mal Ihren Horizont. Ne? Das haben Sie jetzt noch nie gesehen, dann können Sie es ja mal jetzt lernen. Also ich schwöre dir, dass Menschen üben, siehst du hier nicht. Du siehst nie, wen üben. Ja, das ist zum Beispiel in Irland anders. Die Iren, die sitzen den ganzen Tag und am Flughafen setzt sich die Familie hin, alle packen aus, die kleinen Mädel mit der Geige und der Ding und dann machen die, da üben die ihre Licks. Aber das ist auch ein gutes Beispiel. Was bei uns schon wieder komisch ist, ist woanders ganz normal. Ist ganz normal. Also insofern. Und wichtig. Dann kann man sagen, wenn man merkt, dass einem die Körperchemie, dass einem dass man schlecht draufkommt, ganz, ganz wichtiger Tipp, ganz einfach durchzuführen, lächeln. Also wenn man zum Beispiel auf die Toilette geht, sich 60 Sekunden auf der Toilette wirklich darauf konzentriert, dass man diese, ich nenne das dem Honigkuchenpferd, die Grinszügel hochziehen und das halten, dann schüttet der Körper automatisch Endorphine aus, die machen die Stresshormone kaputt und dann kommst du hinterher raus und bist total erleichtert, hoffentlich in jeder Hinsicht vom Klo. Und so kann man wirklich sich selber, wenn man Ängste hat, wenn man merkt, scheiße, ich habe jetzt gerade irgendwas gemacht, ich weiß gar nicht, warum geht es mir denn plötzlich so blöd, Danke sagen und lächeln. Danke sagen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Gratitude is a burner. Ich habe ja dieses Dankestagebuch, ne? Das Dankestagebuch ist ein ganz... Wo ich jeden Abend fünf Sachen reinschreibe, so für die ich dankbar bin. Zeigt einem so viel ein auch. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich selber in der Frequenz hochbringen will, jeden Abend, alles, was man erlebt hat, mit einem Dank abschließen. Absolut. Das und das war zwar scheiße, aber dafür habe ich das und das und das dabei kapiert. Danke. Und Dankbarkeit ist sowieso eine der höchsten Stufen, die man durch sich hindurch... Man schwingt dann gleich woanders. Viel höher. Ganz wichtig, dass man für all das, was man schon hat, und wir haben echt wirklich viel, wir sind so privilegierte, glückliche Menschen in einem so gut funktionierenden Land, dafür dankbar sein und Glotze aus. Das finde ich ist das Wichtigste. Dass man sich nicht immer noch mal immer wieder mehr... Aber Gretchen an. Gretchen also. An. Genau. Glotze aus, Gretchen an. So, das ist ein schönes Schlusswort. Sissy, ist das tatsächlich das Schlusswort? Ja. Hast du das Gefühl, es muss noch irgendwas dringend gesagt sein? Ich muss jetzt niesen. Vielleicht muss ich einmal dringend am Schluss dieser Sendung niesen. Warte, halt. Ich glaube, es ist vorbei. Die Sendung ist aus. Das war's. Danke. Vielen Dank, Sissy Perlinger. Schön war's mit dir. War Gretchens Gast.